Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu meiner Review des Films Ballon von Regisseur Michael Bulli-Herbig. Dieses Mal keine Komödie, sondern ein sehr ernstes Thema, in dem die Geschichte zweier Familien aufgegriffen wird, die aus der DDR flüchten möchten und das mit einem selbstgebauten Heißluftballon. Ob das gut geht, erfahrt ihr natürlich im Film, der ab jetzt im Heimkino erhältlich ist, und von mir erfahrt ihr jetzt, ob sich dieser Film lohnt, beziehungsweise die Blu-ray, die ich bekommen habe. An dieser Stelle nochmal einen ganz lieben Dank an Studiokanal und natürlich auch die betreuende Presseagentur. Und jetzt geht's los mit der Review. Auch bevor es jetzt richtig ins Eingemachte geht, widmen wir uns erstmal den technischen Details der Blu-ray. Und da hätten wir zum Beispiel die Auflösung, diese beträgt 1080p, also Full HD, wie das bei einer Blu-ray üblich ist, bei einem Bildseitenverhältnis von 240:1 auf 16:9. Das bedeutet schlicht und einfach, oben und unten habt ihr auf eurem Fernseher schwarze Balken. Bei den Tonformaten war ich ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass diese schon auf der Blu-ray und nicht nur auf der 4K-Version vorhanden sind, aber ich finde es sehr gut, dass wir auf jeden Fall hier Deutsch Dolby Atmos drauf haben. Wie sich das Ganze jetzt in der Praxis bewährt, beziehungsweise ob man das Dolby Atmos wirklich so verspürt, sage ich euch gleich. Falls ihr das nötige Equipment nicht habt für Dolby Atmos, beziehungsweise noch nicht mal 5.1, gibt es auch noch auf der Blu-ray eine DTS HD Master Audio Stereo Tonspur, beziehungsweise PCM. Und als Untertitel haben wir Deutsch für Hörgeschädigte. Als Extras haben wir noch diverse Featurettes, Making-ofs, ein paar Trailer und noch so ein paar andere Dinge, die nur auf der DVD und der Blu-ray enthalten sind. Die 4K-Variante bietet also nur das ultra hochauflösende Bild mit HDR10, aber da ist ja dann auch noch eine Blu-ray mit drauf, also habt ihr bei der 4K-Version im Grunde auch alles abgedeckt. Und diese Extras haben eine ungefähre Gesamtlaufzeit von 31,5 Minuten, aber dazu später mehr. Denn jetzt geht es zur Bildqualität, und ja, Referenzniveau würde ich das auf gar keinen Fall bezeichnen, aber es ist nicht unbedingt die Schärfe, die das Bild jetzt hier ausmacht. Eher finde ich, dass relativ gut von Bulli mit Kontrasten bzw. Farben rumgespielt wird. DDR-Design ist so ein bisschen beige, bräunlich, gräulich gehalten, wie man das in vielen anderen Verfilmungen auch schon so kennt. Auch die Räumlichkeiten oder so ist alles irgendwie so ein bisschen trist, wie ich finde. Aber die Autos, die dann teilweise mal so im Bild vorbeirauschen oder die Familie auch fahren, sind dann so richtig schön farbig ausgeleuchtet bzw. lackiert worden, wodurch dann ein interessanter Kontrast entsteht, wie ich finde, und auch der Ballon später ist in diversen Farben zu sehen, und da ist einfach dieses Spiel von Kontrast, Farbe, ein bisschen Schärfe ist auch noch dabei, einfach ziemlich gut, wie ich finde. Und es hätte allerdings noch ein bisschen besser sein können. Zum Beispiel haben wir, wenn man wie ich einen 65 Zoll oder größer Fernseher hat, vielleicht erkennt man es ja auch schon bei 55 Zoll, leider ziemlich viel Filmkorn. Was die Dolby Atmos Tonspur angeht, habe ich ja gerade schon gesagt, ich finde es generell geil, dass diese schon auf der Blu-ray drauf ist. Allerdings ist die Abmischung jetzt nicht so ganz gelungen, wie ich finde. Die Musik ist beispielsweise viel zu laut. Ich weiß jetzt nicht, ob Bulli bzw. Michael Herbig das unbedingt so als Stilmittel benutzen wollte. Klar, es trägt zur Dramatik und zur Spannung in einigen Sequenzen bei. Allerdings gehen dann teilweise die Stimmen ganz schön unter, obwohl Dolby Atmos ja für ziemlich viele Kanäle im Surround-System prädestiniert ist, beziehungsweise dass alles wirklich klar voneinander getrennt wird, hat man es hier, glaube ich, ein bisschen zu gut gemeint, zumindest was die Musik angeht. Surround-mäßig, dass man jetzt so wirklich sich mittendrin fühlt, hat man vielleicht so zwei, drei Szenen, in denen es wirklich genutzt wird. Bei den Extras habe ich euch ja gerade schon gesagt, diverse Making-ofs, Featurettes mit einer ungefähren Laufzeit von 31,5 Minuten, jetzt ohne die Trailer gerechnet. Wahrscheinlich sind es sonst, was weiß ich, an die 33, 34 Minuten. Aber das meiste hat man natürlich so in der Art ungefähr schon mal gesehen. Allerdings finde ich es ziemlich cool, dass Bulli auch ziemlich viele Zeitzeugen aus dieser Zeit herangezogen hat, um die Geschichte eben so authentisch wie möglich rüberzubringen, und dass man dort bei einigen Making-of-Sequenzen wirklich gesehen hat und was er auch erzählt hat, dass diese ihm so dankbar dafür waren, dass er es so umgesetzt hat, wie er es umgesetzt hat. Und diese Freude einfach auch darin zu sehen,
gar nicht mal unbedingt die Art, wie der Film gemacht wurde. Teilweise ist es natürlich auch interessant, aber diese ganzen menschlichen Situationen fand ich richtig ergreifend. Der Film selber ist, wie ich finde, ziemlich spannend und auch relativ authentisch rübergebracht worden. Man verspürt auf jeden Fall hier ein richtig tolles DDR-Flair, beziehungsweise ob man das jetzt wirklich als toll bezeichnen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich finde jetzt unsere Zeit hier ein bisschen lockerer, ein bisschen besser. Aber das war ja auch schon in West-Berlin so. Deswegen wollten die Leute ja auch alle rüber. Auf jeden Fall ist es sehr gut umgesetzt worden, wie ich finde. Spannend. Teilweise läuft es allerdings auch schon so ein bisschen nach Schema F ab. Beziehungsweise die Stasi sitzt den Familien natürlich im Nacken. Es könnte sein, dass sie sich vielleicht in allerletzter Sekunde sozusagen retten können. Es ist aber nicht sicher, weil immer irgendetwas hier und da passiert. Aber im Endeffekt, ja, da fragt man sich, läuft das im Leben eigentlich wirklich so ab? Kann man immer vielleicht in letzter Sekunde gerade mal entkommen und hat nicht mehr vielleicht so, was weiß ich, ein paar Stunden wirklich Zeit oder sowas, dass die anderen eigentlich gar keine Chance haben? Natürlich ist das in einem Film jetzt nicht unbedingt so spannend, wenn man das wirklich so rüberbringen würde. Aber was das angeht, ja, teilweise war das schon ein bisschen vorhersehbar, auch wenn ich die Geschichte an sich jetzt nicht kannte. Dennoch ist es sehr, ich sag's jetzt nochmal, auch die Gefahr hin, dass ich mich zum tausendsten Mal wiederhole, wirklich spannend und sehenswert rübergebracht worden. Und Bully kann definitiv auch ernste Filme inszenieren. Was kann man jetzt also auf die positive Aspektensparte, die jetzt neben mir zu sehen ist, draufpacken? Da finde ich auf jeden Fall sehr positiv, dass generell eine Dolby Atmos Tonspur auf der Blu-ray enthalten ist. Bei der Bildqualität, ja, die Schärfe ist ganz nett. Es wird allerdings viel besser, wie ich finde, mit Kontrasten und Farben herumgespielt, auch wenn das ein oder andere Filmkon bei ist, was leider in manchen Szenen wirklich sehr stark zu erkennen ist. Das kommt dann auf die negative Seite rüber. Ist es doch relativ in Ordnung geworden, wie ich finde, von der Qualität her. Und die Extras, ja, sie sind wieder innovativ geworden, wie so viele Extras auch auf anderen Filmen, Blu-rays, 4K Ultra HDs, auch teilweise bei Streams werden sie ja angeboten. Aber eben die menschlichen Reaktionen wirklich darauf, wie Bully den Film inszeniert hat, fand ich an dieser Stelle sehr viel besser. Negativ ist bei der Dolby Atmos Tonspur, dass die Musik viel, viel, viel zu laut abgemischt wurde und die Stimmen dadurch ziemlich häufig untergehen, wie ich finde, generell auch Effekte. Ansonsten, die Räumlichkeit ist natürlich dennoch gegeben, in einem gewissen Maße sozusagen, aber leider hat man sich hier mit der Dolby Atmos Tonspur nicht unbedingt einen Gefallen getan, wie ich finde. Bei der Bildqualität, ja, ziemlich viel Bildrauschen, wie ich finde. Gerade habe ich es nicht gesagt, aber mir ist auch noch aufgefallen, bei dunklen Szenen werden zumindest bei der Blu-ray ohne den HDR-Farbraum und sowas alles noch ein bisschen zu viele Details in dunklen Stellen verschluckt, auch jetzt bei meinem Full Array Local Dimming Fernseher, und das hätte man definitiv auch noch besser machen können. Insgesamt finde ich, hat man hier aber ein relativ ordentliches Machwerk abgeliefert, jetzt vollkommen unabhängig vom Film, der mir auch ziemlich gut gefallen hat, hätte natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so vorhersehbar inszeniert sein müssen, aber generell finde ich es eigentlich recht in Ordnung und deswegen gibt es auch von mir sehr gute 7,5 von 10 Punkten für das Gesamtpaket. Und jetzt bin ich natürlich auf eure Meinung zum Film Ballon gespannt und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen des Films, egal ob auf DVD, Stream, Blu-ray oder 4K Ultra HD mit HDR10 Farbraum, und bedanke mich herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und natürlich den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Klickt dazu einfach auf das 2T-Logo, was neben mir jetzt erschienen ist, und schon seid ihr gratis mit dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage bye bye, see you later, bis zum nächsten Mal.